Herzlich willkommen zurück zu Mittelerde, Mordors Schatten. Und fast wie versprochen, machen wir zuerst befreien wir hier den Ausgestoßenen. Dann wird wahrscheinlich wieder ein Ausgestoßenen-Quest erscheinen. Und danach gucken wir uns den dunklen Reiter an. Der dunkle Reiter. Schlimme Dinge. Bleibt besser weg Und da. Gas. Da ist einer, den haben wir schon mal übernommen, war. Lass. Danke. Ach, das war's schon. Einer der Sklaven hat den Sklaventreiber angegriffen. Wenn sie ihn nicht getötet haben, wird er sich den Tod sicher schon wünschen. Da drüben ist jetzt er. Hier. Dann nehmen wir noch den Fix. 200 Fuß. Ja. Da kommen wir nicht so schnell hin. Na los. Aber jetzt. Weil. Ja, überwältigt mich. Na los, den nehmen wir noch. Aha, tot. Tot den Uruks. Er hat die Waffen für die anderen Sklaven gefertigt. Ich bin sicher, sie haben ihn erwischt. Ich stehe in deiner Schuld. Ach, was? Wo bist du denn? Ja? Wo ist er denn hin? Da unten ist das Quest aufgetaucht, aber jetzt gehen wir zum dunklen Reiter. Und versuchen mal das schicke, legendäre Schwert zu formen. Lauf, lauf, lauf. Die Karagor. Und wie sieht's aus? Ach, die wollen wieder spielen. Wir wollen. Ah! Oh je, ich bin zu langsam. Tötet er mich jetzt etwa? Boah, ist das hart. Nee, die wollen wir nicht sehen hier. Wie die sich alle beweihräuchern. Ich hab gesagt, ich will es nicht sehen. Königin Marvin war besessen. Der Zauberer benutzte sie, um dich. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach hier, na dann können wir auch gleich noch diesen Gefangenen befreien. Zum Garmen. Durch sie wollte er eine Armee in Mordor errichten. Sauron und Saruman streben beide nach der Macht des Ringmachers. Es kann nur einen Herrn, der Ring. Da lassen wir uns von den Karagor töten. Ich habe etwas gesehen. Im Wolfspelz. So weit oben. Oh, guck an. Waldläufer, hab Dank. Bitte. Einige von uns sind zurückgekehrt, um Rüstungen zu stehlen. Sie können nicht weit gekommen sein. Rüstungen stehlen. Aber jetzt geht's auf zu dem dunklen Reiter. Mal sehen, ob wir jetzt ungestört dahin kommen. Keine Karagor? Das gibt's doch gar nicht. Wie sieht es denn auf der Karte generell aus? Was ist hier aufgetaucht? Thords Berserkermeister. Okay. Nee. Das wollen wir jetzt nicht. Hier sind wir genau richtig. Der dunkle Reiter. Die Diener des dunklen Herrschers machten sich bereit, ihre Gefangenen hinzurichten, doch der dunkle Reiter stürzte auf sie herab und ließ keine Gnade walten. Reite den Karagor. Und zusätzlich. Tja, klasse. Und wo ist der Karagor?
Da unten. X war hier. Ich reite ihn. Und jetzt? Töte die Uruks um die Hinrichtungen. Da sind 200 Meter. Das ist etwas näher. Haben die meinen... Hab ich den getötet? Was ist denn hier los? Mann, was ist noch hier los? Ich komme hier gar nicht so zurecht. Jetzt. Nee, wieder nicht. Ach, Jungs, ich muss hier mal durchgreifen. Ich muss hier mal ein wenig durchgreifen. Auch ein bisschen Leben. Und jetzt die anderen noch in Hass. Hey. Scheiße. Ich könnte dich noch über mehrere Meilen in 2 Minuten. Dieser süße Duft bringt mein Blut in Wallung. Oh ja. Also das wird so nichts. Naja, doch egal. Das habe ich schon mal gesehen. Komm her. Dann behaffen wir ihn. Ja, und befehligen ihn. Hier hinten. So, Machtkampf. Das haben wir zwar bestimmt schon ein paar Mal gemacht, aber egal. Aber wie soll ich denn in diesen paar Minuten diese ganzen Typen klein machen? Ist mir schleierhaft. Ist mir ernsthaft schleierhaft. Da muss es irgendeinen Trick geben, den ich wieder nicht gefunden habe. Ach nee. Sind ja nicht gerade. Ah, doch, vielleicht mit den Fähigkeiten. Eventuell über die Fähigkeiten. Ich drücke immer Y, was ist denn da los? Ne. Das Ziel abschließen, bevor die Zeit abläuft. Na, sage mal, das ist ja klasse, dass du mir das erzählst. Das ist wirklich super. Endlich erzählt mir das mal jemand. Wo ist denn das Quest? Ach, wir reisen einfach hierher. Das ist schneller. Geht nicht? Aha. Geht natürlich nicht. Ist doch logisch. Also das, die Zeit ist sehr happig. Vielleicht sollte ich den Karakor... Die haben den gleich tot gemacht, mein Karakor. Mal gucken. Der Knackpunkt ist das Hin- und Herreisen zwischen den...
zwischen den Punkten, schätze ich mal. Aber die haben ja meinen Karagor gleich. Oder habe ich den platt gemacht? Ich muss mal gucken. Ich habe immer B gedrückt. Und eventuell war das ja dann töten. Aber das wollen wir nicht. Wo ist er? Mein Freund, da ist er. So. 3 Minuten. Hier ist das nächste gewesen, ja. Halten, Reittier aufzehren, X angreifen. Hallo, mach doch mal was. Nee, HP ist absteigen. Ich bin so langsam. Ich bin echt zu langsam. Alle tot? Alle tot. Los. Noch 2 Minuten. Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht sein. Wie soll das denn gehen? Hallo, schneller. Steig ab, komm. Das ist mir rätselhaft. Noch 1 Minute. Lebt mein Karagor noch? Oh, noch einer. Nein, den. Wo ist mein Karagor? Jetzt ist der tot. Hallo? Jetzt ist der tot. Ja, na, wie soll denn das noch gehen? Komm ich da hin? Na, dann machen wir das so. Mal sehen, ob das noch reicht. Das kommt. Ja, wenn wir Glück haben, reicht das noch. Ja. Aber das ist ja schon... Na gut. Erfolgreich abgeschlossen. So geht's natürlich auch. Wir porten uns da schnell hin und haben zum Glück unser Urfa-Ehe. Wahrscheinlich war das auch der Plan der Macher. Na gut, geschafft. Wo war wieder so ein... Da oben war dieses Gefangenen-Quest. Ja, dann machen wir mal fix dieses Sklavenquest. Wo ist er? Zeig mir den Weg. Im Wolfspelz. Wer ist im Wolfspelz? Da oben. Jawoll. Nee, da ist es noch gar nicht. Aber egal. Danke. Bitte. Ja, da drüben könnte es irgendwo Danke, sein. Waldläufer.
Ach, hätten wir auch das Kabel rübergehen können wahrscheinlich. Ein Karagor. Hier ist es. Im Wolfspelz. Diese Menschen haben sich in der Hoffnung auf eine unerkannte Flucht mit Uruk-Rüstungen verkleidet. Sie wurden sofort gefasst. Rette sie und zeige ihnen, dass sie sich nicht mehr verbergen müssen. Das tun wir gern. Rette die Sklaven, lass dich nicht treffen. Von wem soll ich mich denn treffen lassen? Oh, tschüss, komm. Wo sind denn hier die ganzen Sklaven? Da komme ich nicht. Oh doch, hier rüber. Tü-tü-tü. Wie sind das denn? Auf 5 Stück. Achso, der hängt hier fest. Hä? Was war das? Na, was machst du denn? Geh mal hier. Ich werde dich mit den Stiefeln, die du gestohlen hast, ins Meer werfen. Der hat die... Der hat die Mauer sehr lieb gewonnen. Keine Sklaven weit und breit. Ich verstehe das nicht. Ich laufe hier. Ich habe doch hier die Sklaven gesehen. Nach da unten wahrscheinlich. Warum klaust du Helme und Stiefel? Na los. Bitte. Es sind noch andere in der Nähe. Hilf ihnen, Waldläufer. Ich tue ja mein Bestes, aber es ist nicht so einfach. Ein Typ, ey. Packt er seine Äxte aus. So, da ist einer irgendwo. Diese Rüstung war für meine Beförderung gedacht. Jetzt hast du sie ganz schmutzig gemacht. Ich kann es nicht mehr länger ertragen. Nee, musst du auch nicht. Ich befreie dich ja gleich. Ich hol besser Verstärkung. Ich hab mich fast. Ich hab ihn gleich erwischt. Diese Gefangenen dort vorne sind so gut wie tot. Naja, ich rette die schon. Gehen wir mal nach oben. Da hau mal rein. Dann ist der hier unten irgendwo. Komm ich hier hoch? Nee. Lass dich nicht treffen. Ach, das ist ein... Ist das ein Häuptling? Ja. Ein Häuptling. Kann man den auch noch initiieren? Ja. Wir tun alle initiieren. Also dann. Wo ist der Sklave? Da unten. Okay. Lebt er noch? Ich wollte den eigentlich wegmeucheln, genau. Oh, jetzt kommen aber viele an. Mann, was willst du denn? Typ, ey. Nervt er mich hier. Noch einer da? Erstmal wieder ein bisschen Leben holen, sehr gut. Und jetzt befreien wir dich, Nummer 3. Schneid mich los, bitte. Ich bin dabei. Wir waren nicht allein. Und sie haben mich jetzt getroffen. Wir haben mich schon eher getroffen.
Nee, wir rennen mal schnell zu dem neuen nächsten Sklaven. Na, wer bist du? Hör genau hin! Und du hörst das Geräusch von 100 Uruks, die auf dich zustürmen. Ich höre es, ja. Ergib dich, du Fuch! Du kannst mir nichts anhaben! Los, komm. Und einmal ins Feuer. Na, kommt doch. Ja, genau. So geht das. Tschak, tschak. Da drüben ist einer. Da ist er. Du musst uns retten. Nummer 4. Da drüben sind noch mehr von uns. Bitte hilf ihnen. Und wo ist der nächste? Der letzte? Da drüben. Ach, hier ist er gleich, hier unten. Befreie mich oder töte mich. Mir soll es gleich sein. Was? Warum soll ich dich denn töten? Ich will dich ja befreien. Ja. Geschafft. Was haben wir uns dabei gedacht, die Rüstung zu stehlen? Ohne läuft es sich viel schneller, wenn ich bloß Stiefel hätte. Tja. So ist das manchmal. So, mein Freund. Aha. Aha, er will auch nicht. Oha. Da hat mich einer getroffen. Nee, ich muss ja mal abhauen, das wird zu viel. Wo ich herkomme, sind noch viel mehr Uruks, du dummer Schrak. Sie hören auf mich und folgen meinem Ruf. Du? Du bist allein. Natürlich. Bin ganz allein. Ich bin zu klug für diesen Trick. Ich muss mal hier flüchten. An dieser Brücke, wa? Und nun geht's hier weiter, ja. Und jetzt? Ich weiß nicht mehr wohin. Die Häuptlinge sorgen besser für genügend Wachen. Der Grabwandler will sie um jeden Preis tot sehen. Nee, hier geht's bestimmt nicht, oder? Nee. Da geht's nicht hoch. Aber die Elbenkurve kann ich nehmen. Wo sind wir denn hier? Da oben. Geht's hier irgendwie hoch? Nicht. Shit. Dann machen wir mal da hoch. Und wir gehen mal hier hoch. Na, geh hoch. Ja, noch einer. Ich mach sie dir noch größer mit meiner Klinge. Natürlich machst du das. Komm hoch. Hoch, hoch. Du sollst hochgehen. Also, ich verstehe den immer nicht. Oha. Na, weiter geht's. Der, was ist denn, warum hockt der sich denn da so hin und macht nichts? Na, wo ist er denn? Mensch, stirbt leicht. Uruk macht Sauron glücklich. Bin ich tot, ha? Hm. Auch noch von so einem Hippie da, von so einem Niemand. Ach, was soll das? Du hast mit Sauron zusammen. Naja. Gestorben, wer ist? Das ist das letzte Dolch im Schwertquest. Da reisen wir mal ganz schnell dahin. Du hast die Ringe der Macht an seiner Seite geschmiedet. Unsere Motive waren dieselben. Wir wollten ein Land heilen, das die Wunden... Da ist es. Die Macht des Krieges trug. Meine Schwäche bestand darin, verführt zu werden vom Bösen, das Gutes versprach. Er ist der Meister der Lügen.
einzelne Macht. Wir wollen jetzt nichts von dir. Ich will zur Macht des einen. Und hier hoch, komm. Du schaffst es. Na los. Noch höher. Die Macht des einen. Seine Macht erfüllte seine Feinde mit solch Ehrfurcht und Terror, dass die Streitkräfte des dunklen Herrschers sich gegen ihre Brüder wandten. Forme die Legende des Schwertes Urfeil. Brandmarke Urux und lass sie einander töten. Hab unseren Anführer schon okay. Ewig gesehen. Wo versteckt er sich? Hat sich irgendwo gemeinsam mit den ganzen sie sollen einander töten. Verkrochen. Ach, sind wir wieder hier? Oh, Schande. Ja. Das ist das tolle Dolchquest. Naja. Schleichbrandmarke, sehr gut. Na, hier kenne ich mich aus. So oft, wie wir das gemacht haben. Sie sollen einander töten. Das kriegt man hin. Hallo? Okay, haben wir den jetzt, ja? Ja. Einander töten, los, tötet euch. Störung. Diese Uruks haben ihren Nutzen für dich verloren. Drücke Kreuz nach unten, um Zerstörung einzusetzen. Dies wird alle gebrandmarkten Uruks töten. Ja, aber die sollen sich doch gegenseitig töten. Achso, jetzt soll ich sie eliminieren. Ja, gut. Ein Leuchtfeuer für die Ungeführten. Eine Flamme, die in den Landen der Fäulnis erstrahlt. Nur einer steht allein im Licht. Du hast die Legende deines Schwertes vollendet. Urfael wurde vom Geist erneut geschmiedet und seine Geschichte wurde in die Klinge eingraviert. Ja, da ist die Geschichte. Super. Sehr schick. Kann ich die noch hier ein Stück rüber? Ja, so. Sehr schön, sehr, sehr schön. Geschafft. Ja, dann gucken wir hier mal rein. Wir haben noch einen Fähigkeitenpunkt, aber wir haben die Karako-Quests noch nicht gemacht. So, und hier 2700. Den Höchstwert des Fokus um 20. Haben wir alle Attribute. Super genial. Okay. Urfeils Erinnerung. Eingewebt vollends im Griff. Worte folgen Legenden eingebettet im Blut. Keine Macht hält dieser Klinge stand. Das stimmt. Keine Macht. Aber wir müssen ja trotzdem mal ein bisschen abhauen. Oh, wir machen mal hier ein bisschen Rundumschlag. Oh, da ist ein Karakor drin. Na, Jungs? Da ist noch ein Karakor.
Ja, dann lassen wir die das mal erledigen, komm. Wir haben ja genug getan. Weiter geht's. Ja, dieses Gebiet hier, das werde ich wohl so lange nicht vergessen. Hallo, wo bist du denn da? So. Da unten haben wir ein Ethildin und ein Arte. Das ist gut. Das sind nur 200 Fuß. Ist gar nicht so weit. Nach unten, ja. Nee, da drüben. Das wird wohl an dem Turm sein. Also der hängt sich manchmal an Sachen immer fest. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das einfach nicht. Verstehst du? Nee, ne? Verstehst du nicht? Nee, ich auch nicht. Na los, kletter schon nach oben. Zu dem Ethildin. Wo ist es denn? Mhm. Na, was ist denn? Kletter doch mal. Nee. Nee, da will nicht. Nee, da will einfach nicht. Das ist ihm zu banal. Ja, möchte einfach nicht. Jawohl. Mishant Emorshir. Sehr schön. Und das. Meine Kraft ist zwar geschwächt, doch ist sie nicht versiegt. Wir werden Mittelerde nicht gen Westen verlassen, bis der Verräter vernichtet und all seine Taten ungeschehen gemacht wurden. Wo ist denn das Arte? Da, schön. Dich lassen wir mal zerplatzen hier. Und dann sammeln wir hier dieses wunderschöne und glänzende Küchenmesser ein. Dieses Siegel ist stark abgenutzt. Ursprünglich war es der wichtigen zeremoniellen Aufgabe vorbehalten, rituelle Mahlzeiten zuzubereiten. Doch seitdem die Uruks in Nurn eingefallen sind, benötigen die Stammesbrüder jede Klinge für ihren Widerstand. Der Besitzer dieses Messers hat es bis zu seinem Tode gegen die Uruks erhoben. Na? Hier, nimm das. Ich möchte, dass ständig jemand bei Königin Marvin ist. Ich fürchte, dass sie sich etwas antun könnte. Geh jetzt. Mutter, was geschieht mit dir? Ist diese Gabe den Preis wert, den du bezahlst? Das Ende der Dunkelheit ist jeden Preis wert. Das ist der Geist Nurnens, Litharje. Nurnen braucht dich, Mutter. Diese Visionen bringen uns nichts, was dein Tod wert wäre. Doch, das tun sie, mein Kind. Ich hatte eine Vision Celebrimbors, des Ringerschaffers persönlich. Nur durch ihn allein kann Nurnen gerettet werden. Da werden wir Celebrimbor wohl noch kennenlernen. Und Litharjel, die lernen wir bestimmt noch näher kennen. So, hier sind wir. Da ist das nächste und da ist gleich noch ein Sklavenquest. Das Land ist prächtig und grün, doch eine Schwäche hängt ihm an. Diese Gewässer sind bitter und die Kreaturen darin sind unrein. Aber sie werden Saurons Kriegsmaschinerie versorgen. Haben wir das auf der anderen Seite? Oder hier drinnen? Ja, klasse. Wo ist es denn? Ach, herrje. Der Murphy schlägt wieder zu. Aber es war doch hier unten, oder? Muss man doch irgendwo reinkommen. Hier geht's rein. Komm. Nee. Sackgasse. Na, nächste Seite. Auch keine. War wohl nur eine Ziege im Gestrüpp. Los, wo geht's hier mal rein? Hier geht's rein? Nee.
auch nicht. Maxwell meinte, hier könnte ich ein feines neues Schwert oder eine scharfe Axt finden. Geht's vielleicht von oben rein? Ach. Ja, klasse. Was sag ich ja? Murphy schlägt zu. Der letztmögliche Weg, der war's. Und wir finden einen Apothekerkrug. Dieses Gefäß enthielt einst das Elixier, das die Königin des Meeres zugleich stärkt wie auch verdirbt. Als Marvin in ihren Träumen den Turm Saurons auf seinem Marsch gen Nurn erblickte, erwachte sie schreiend und entschloss, Rat zu suchen. Auf ihrer Suche nach Antworten reiste sie bis zu den grauen Bergen. Als sie wiederkehrte, brachte sie dieses Elixier mit sich und unter seinem Einfluss starrte sie stundenlang in die geheiligte Flamme. In ihr hörte sie besänftigende Stimme, die ihr Hoffnung versprach. Wenn auch nicht für sie selbst, so zumindest für ihr Volk. Die sieht aber echt schön aus, die Karaffe, Krug. Der Norden bricht über uns zusammen. Ein Turm des Albtraums entsteht in Nornen. Der Namenlose kehrt zurück. Mutter, nimm das. Vielen Dank, mein Kind. Diese Visionen verzehren dich. Und die Arzneien, die wir noch haben, sind bald verbraucht. Meine Visionen sind Nornens Hoffnung. Wenn ich mich für mein Volk opfern muss, dann soll es so sein. Was ist in den grauen Bergen geschehen, Mutter? Was geschehen ist, Litariel? Ich kam zurück mit der Stärke, die wir benötigen. Ja, sie wurde verflucht. Würde ich sagen, wir haben den Fluch gebrochen. So, dann gehen wir hier mal das Licht Wissen kann gefährlich in die Dunkelheit sein. Der Unterschied bringen. Zwischen Gift und Medizin bestimmt oftmals die Dosierung. Doch bis dahin wird es eine richtig. Los geht es. Bevor wir aber hier starten, beschließen wir die aktuelle Runde. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst bei Mittelerde Mordors Schatten. Was ist das für ein Ort? Bin ich tot? Vater! Sieh mich an! Ich bin hier, mein Sohn! Ich bin hier! Wie ist das möglich? Der Tod hat dich verstoßen. Violett! Violett! Wir werden zusammen sein, Geliebter! Bald! Für immer! Wir werden bald wieder zusammen sein. Was ist mit mir passiert? Ein Fluch verbindet uns. Und wie brechen wir ihn? Wir finden den, der uns verflucht hat. Ich hatte eine Familie, eine Frau und einen Sohn.